Es herrscht Krieg! Krieg gegen die Ungläubigen! Der Norden gegen den Süden! Wir haben Lutetia angegriffen! In der weisen Voraussicht, dass sie nur mit Wilzenland verbündet waren. Doch sie haben schändlicherweise die Pommern dazu gerufen. Wir mussten schon Niederlagen akzeptieren. Auf dem Papier haben wir mehr Truppen. Aber unsere Verbündete, Königin Hassala aus dem Hause Wettin, sie ist zurückgekehrt. Nachdem sie fast bei uns war, ist sie nach Jerusalem zurückgekehrt. Werden die 4000 Truppen je zu uns stoßen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir müssen jetzt alles ohne diese Jerusalem-Truppen versuchen. Wir haben noch 1000 Truppen von Gottfried aus Göttingen. Nein, Friedrich von Göttingen. Aus dem Hause Gossek, der Teil unserer Dynastie ist, der uns unterstützt. Wir versuchen uns jetzt in Wittenberg neu zu sammeln und zu formieren, aber die Feinde marschieren auch. Vielleicht belagern sie erstmal, das würde uns etwas Zeit erkaufen. Zeit, dass wir unsere Truppen wieder insgesamt sammeln können. Ah, Michaela Krähensturm ist positiv begeistert von uns, sehr schön. Wo marschieren die Feinde hin? Marschieren die vielleicht nach Göttingen? Ja, ich weiß nicht, wo genau sie hinwollen. Im besten müssten wir natürlich auch eigentlich gutes Terrain finden. Herzogin Beatrix von Niederlothringen wurde exkommuniziert, unfassbar. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen überlegen, wie wir diesen Krieg gewinnen können. Bald können wir auch neue Söldner anleiten. Ich weiß auch nicht, ob wir eine Belagerung machen sollten. Ah, das ist gefährlich. Die Berge im Süden wären natürlich sehr vorteilhaft, aber wir müssen uns erst mit unseren Truppen verbinden. Notfalls könnten wir uns auch vielleicht im Wald, in Waldgebiet sammeln fürs Erste. Sammeln wir uns doch mal dort. Aber unsere Verbündeten kommen nicht zu uns. Die marschieren lieber gen Osten. Was soll denn das? Finde ich überhaupt nicht gut. Jetzt kommen sie zu uns. Sehr gut. So, die habe ich schon angeworben. Die werden nicht nochmal verlängert. 193 Gold bräuchte ich für andere Truppen. Oder 196, okay. Ja, ja, die Feinde kommen hier schon. Wollen sie uns im Wald angreifen? Aber ich brauche die 1500 Truppen noch. Auch dann sind wir leider immer noch in der Unterzahl. Die scheinen wirklich zu uns marschieren zu wollen. Macht es Sinn, vielleicht nach Polen erstmal rauszumarschieren, dass wir uns mit den anderen Truppen verbünden können? Aber hier ist schlechtes Terrain. Vielleicht laufen wir hier nach Südosten. Und dann könnten sie natürlich die 1500 Truppen abfangen. Ich weiß es gerade nicht so richtig. Dessau wurde nur kurz belagert. Das wurde wieder abgebrochen. Wenn sie noch wenigstens Wittenberg belagern würden. Ah, ja, ja, ja. Sie wollen die 1500 abfangen. Das darf ich nicht zulassen. Das möchte ich nicht zulassen. Wenn sie die nochmal einzeln erwischen, wäre das schlecht. Was haben wir denn hier? Ein Anspruch auf Vogtland? Seit Monaten gräbt Osmund, der Bischof von Graf Gottfried? Was? Hanebüchene Verträge und gefälschte Stammbäume aus? Nun wagt es Gottfried auch noch so zu tun, als ob dies ein rechtmäßiger Anspruch auf die Grafschaft des Vogtlandes wäre. Lügen und noch mehr Lügen. Das in diesen Kriegszeiten unfassbar. Wo laufen denn die jetzt hin? Die wollen jetzt hier gegen 700 kämpfen? Sind die des Wahnsinns? Nein! Wartet! Sammelt euch doch bei mir. Erstmal, bitte. Benachbarter Herrscher gewinnt einen Krieg. Neuchachtal, okay. Gut, gut. Ah, wollen sie uns im Wald angreifen? Sie marschieren gerade nach Norden. Das gibt uns ein bisschen Zeit. Das gibt uns ein bisschen Zeit. Marschieren wir mal in den Süden. Erstmal weiter weg von den feindlichen Truppen. Wobei wir gar nicht so schwach sind gerade mit der gesamten Truppenzahl hier. Wir könnten... Weiß ich nicht, was wir noch machen könnten. Ja, mit weiteren Söldnern könnten wir wieder in den Norden marschieren. Tatsächlich. Marschieren wir doch mal hier in Richtung Wald. Wald ist erstmal gutes Verteidigungsterrain. Eine Unabhängigkeitsfraktion. Herzog Otto. Oh, aus dem Hause Habsburg möchte unabhängig werden. Na, so etwas gegen den Kaiser.
Immerhin haben wir jetzt schon 6000 Truppen. Der Feind hat jetzt, glaube ich, insgesamt knapp weniger, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das kommt jetzt auf viele Faktoren an. Wir müssen jetzt hier vorsichtig agieren. Schwierig, schwierig. Unsere Ehefrau ist immer noch schwanger. Ja, wollen wir hier eine Schlacht schlagen? Ich glaube nicht, dass sie so dumm sind, uns anzugreifen, wenn wir uns jetzt hier in die Berge stellen oder in die Hügel. Wir könnten jetzt versuchen, zur Hauptstadt zu marschieren und es mal wagen, dort wieder zu belagern. Wenn unsere Verbündeten dort mal mithelfen würden. Der Feind belagert jetzt hier in Magdeburg. Und wir haben, was ist das? Haben wir einen Sohn? Wir haben einen Sohn, meine Damen und Herren! Mit dem Kind in den Armen wischt Herzogin Beatrix sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie spricht mich an, ohne den Blick von unserem Sohn zu nehmen. Mein Schatz, vielleicht sollten wir ihn Aldobrandino nennen. So wie diese beliebte Bekanntschaft von euch. Was? Aldobrandino? Seid ihr des Wahnsinns? Nein. Aber wie nennen wir ihn denn? Nein, ich hatte einen anderen Namen im Sinn. Wie nennen wir ihn? Wollen wir ihn Timo nennen nach unserem Vater? Wollen wir ihn Konrad nennen nach uns selbst? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Don Leon ein passender Name für unseren Sohnemann ist. Da bin ich mir wahrlich nicht so sicher. Bei meinem ältesten Sohn bin ich schon durchaus selbst sehr, nun, wählerisch. Ihr könnt gerne Vorschläge machen, meine werten Berater, aber es kann sein, dass ich diese nicht annehmen werde. Pette de Wol, der Wolf, teilt uns mit Timo Marius. Timo wie unser Vater. Marius, ein stolzer römischer Name. Timo Marius. Wieso eigentlich nicht? Ich finde den Vorschlag tatsächlich gar nicht so schlecht. Timo Marius von Meißen. Mögest du stolz, stark und weise werden, mein Sohn und Erbe. Hoffen wir auf das Beste für ihn. Und währenddessen tobt der Krieg weiter. Das Problem ist, die Belagerung im Norden wird 9 Monate dauern. Ah, die im Süden 11 Monate, aber das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn da noch mehr Truppen hinmarschieren. So, wir marschieren jetzt auf jeden Fall erstmal im Norden und belagern. Mal schauen, wie die Belagerungen für uns arbeiten werden. Ah, wir bekommen eine Ratsanladung als Ratsmarschall des neuen Kindkaisers. Die nehmen wir natürlich gerne an. Ich wäre zwar lieber Ratsverwalter geworden, denn ich bin ehrlicherweise nicht der Beste in der Kriegsführung, aber die zusätzlichen Truppen können wir durchaus gebrauchen. Ich würde das tatsächlich dann. Können wir da nicht noch ein paar neue Truppen? Keine ausgehobenen Soldaten verfügbar, schade. Na gut. Nein! Timo Marius ist krank! Alle Kinder weinen, doch bei Timo Marius hören die Tränen gar nicht mehr auf. Ich hoffe so sehr darauf, dass die Hebamme meine Sorgen lindert, aber ihre in Falten gelegte Stirn macht alles nur schlimmer. Das ist wohl der Einsatz von Avari, unserer Hofärztin. Euer kleiner Spatz nimmt nicht zu, wie er sollte. Wir werden uns gut um ihn kümmern, doch am Ende liegt sein Leben in der Hand Gottes. Beruhige dich doch, Timo Marius! Bitte hör auf zu weinen, du Kleiner. Oh nein. Jetzt gibt es mehrere Belagerungen gleichzeitig. 7 Monate und 6 Monate. Wir brauchen leider 8 Monate. Das heißt, wir werden wohl die Belagerungen im Süden verlieren, wie es scheint. Es würde mich entzücken, wenn eure Tochter Mathilde von euch meinen Hof in Lupsko besuchen könnte. Fradislav von Lusatia? Da lehne ich ab. Wir hassen uns gegenseitig. Das werde ich sicherlich nicht machen. Niemals. Haben wir vielleicht jemanden, der schneller uns unterstützen kann in der Belagerung? Da war doch jemand. Ja, Friedrich. Mit dir könnten wir doch schneller belagern, oder? Du Pionier. Aber immer noch 8 Monate zu 6 und 7 Monaten. Geht das nicht ein bisschen schneller mit der Belagerung vor Ort? Schneller, sagte ich. Schneller. Na los.
Der Feind hat 5400 Truppen, wir haben jetzt insgesamt 5700. Also wir sind wieder knapp überlegen. Und es kommen ein paar Truppen aus dem Heiligen Land. Leider nur 800. Leider nur 800, während die restlichen Truppen scheinbar im Süden kämpfen. Naja, immerhin 800. Die könnten auch ein Zünglein an der Waage sein. Der Krieg ist somit noch nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Wir werden das hinbekommen. So. Wir wollen. Scheinbar wird der Norden übrigens geplündert. Die Grafschaft Varnabia plündert den eigenen... Nein, plündert das Nachbarland, den Verbündeten. Werter Herr, dies war sicherlich der Versuch, eure Tochter versehentlich in einem See zu ertränken. Das denke ich nämlich auch. Dass er meine Tochter nur für dieses Spieltreffen einladen wollte, um sich zu rächen. Michaela Krähensturm. Ja, ja, das sehe ich genauso. So, wir brauchen noch 4 Monate. Die anderen auch 4 Monate in Dessau. Wir könnten Magdeburg retten. Dessau könnten wir verlieren, das wird sich zeigen. Aber Magdeburg könnten wir vor der Belagerung noch retten, eventuell. Unsere Verbündeten haben auch gleich eine Belagerung gewonnen, das ist sehr gut. Wo bleiben unsere anderen Verbündeten? Die kommen gerade über Böhmen, sehr gut. Ah, Herzog Vladislav schreibt uns, ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert, Graf Rogos, und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe. Was? Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern meinen Freund nennen würde. Ich glaube euch kein Wort, Vladislav. Kein Wort glaube ich euch. Dieser Bengel. So, wir haben eine Belagerung gewonnen. Die nächste dauert noch 57 Tage. Ja, dann könnten wir in den Süden marschieren. Gemeinsam mit den 800 Truppen könnten wir eine Schlacht schlagen. Nein, die Feinde, unsere Verbündeten dürfen nicht in den Norden. Wir brauchen euch. Hier und jetzt. Sobald unsere Belagerung gewonnen ist, in 40 Tagen. Ich hoffe, sie marschieren dann in den Süden. 30 Tage noch. Wir müssten... Dessau verlieren wir wohl. Dessau 37 Tage. Verflixt. Aber ich will jetzt, dass wir auf jeden Fall die Hauptfestung erobern. Vielleicht haben wir ja Glück und wir nehmen den feindlichen Herzog gefangen. Dann könnte dieser Krieg schon vorbei sein. Ja eben, Rogos, was schreibt ihr mit unseren Feinden? Ich gebe Michaela Krähensturm recht. So etwas. Noch 17 Tage, bis wir die Belagerung gewonnen haben. Und unsere Verbündeten aus dem Heiligen Land sind dazugekommen. 800! Wow! 800 schweres Fußvolk. Sie haben uns die Ordensritter geschickt für unsere heilige Mission. Ein Hoch auf Jerusalem und die Ordensritter. Noch 2 Tage. Ein Tag. Ah, verflixt. Wir haben zwar Gäste gefangen genommen, aber nicht den Herzog selbst. Was passiert, wenn wir jetzt in den Süden marschieren? Mit dem Hauptmann Milan. Können wir hier noch irgendetwas retten? Wir marschieren in den Süden. Unsere Verbündeten schließen sich uns an. Die Frage ist, würde ich hier rechtzeitig kommen? 28 Tage. 40 Tage bis Magdeburg. Wir kämen auch nicht nach Magdeburg rechtzeitig, scheinbar. Hm. 25 Tage, das würde auch zu... Ja, wir können auch Magdeburg nicht mehr retten. Ha, die Frage ist, macht es dann Sinn, eher weiterhin Belagerungen zu schmieden? Oder die Feinde zu stellen? Wenn wir jetzt sowieso die verlieren, dann belagern wir doch weiter, oder? Belagern wir doch weiter. Magdeburg können wir leider dieses Mal nicht retten. Verflixt. Es schmerzt mir in der Seele, dass wir die beiden nicht retten konnten. Aber wir belagern jetzt hier und das wird schnell gehen. Sollen die Feinde kommen? Mit den Ordensrittern müssten wir stark genug sein, alles zurückzuschlagen. Und unser kleiner Kindkaiser hat den Krieg gegen Böhmen gewonnen und der König von Böhmen wurde gefangen genommen. Höret, höret. Ich bin gespannt, welche Strafe ihn erwartet. Ach, das ist ja spannend. Er hat den Krieg gewonnen und dennoch hat er das neue Gesetz autonome Vasallen erlassen. Ich meine, das ist gut für uns, aber für was hat er dann überhaupt gegen Böhmen gekämpft? Nein, nein, wir machen keinen Entscheidungsschlacht. Wir werden jetzt belagern. Wir werden jetzt belagern. Wir sind gut in der Belagerung. Noch 50 Tage.
Da unten könnten wir eine Entscheidungsschlacht dann bekommen. Dann haben wir eine Belagerung weiterhin auf unserer Seite. Ja, die gegnerischen Armeen sind sehr getrennt. Sobald wir die Belagerung hier gewonnen haben, marschieren wir in den Südosten. Gleichzeitig könnten wir unsere Einnahmen während des Krieges erhöhen. Kriegsgewinnler, ja, das lernen wir. Rokus hat wohl einen falschen Brief entsendet, das hoffe ich doch. Nitro teilt uns mit, er ließ den Kaisermord, mein Herr. Ein Krieg gegen Böhmen wäre durchaus angemessen. Aber Böhmen ist nicht gerade schwach. Sehr viele Truppen auf ihrer Seite. Und wir haben anderes zu bedenken. So, in 19 Tagen haben wir die Belagerung gewonnen von Havelberg. Und die feindlichen Truppen sind geteilt. Das könnten wir zu unseren Gunsten nutzen. Noch 9 Tage. Dann marschieren wir in den Südosten und greifen dort die Feinde an. Und schwächen sie. Die Belagerung ist gewonnen. Wir marschieren in den Südosten und hoffen, ja, unsere Verbündeten marschieren mit. Sehr gut. Leider sind unsere Vorräte schon mehr als dürftig. Mehr als geschwächt. Was sehr ungünstig ist für die Schlacht. Aber zusammen mit den Verbündeten müssten wir diese Schlacht eigentlich gewinnen können. Das hoffe ich jedenfalls. Das hoffe ich jedenfalls sehr. Wir marschieren in die Schlacht. Für Meißen. Für den katholischen Glauben gegen die Ungläubigen. Die Schlacht beginnt. Die Schlacht um Berlin, meine Damen und Herren. Aber wir haben eine überwältigende Truppenzahl. Wir schlagen die Feinde zurück. Unser Ritter Gierold konnte Gruto verwunden. Sehr gut. Kämpft. Kämpft tapfer. Wir haben auch viel mehr Ritter als die Feinde. 13 mehr Ritter. Wir sind völlig überlegen. Und vernichten sie. Wir zermalmen sie. Wie es sich gehört. Böhmen hat den Krieg gegen den Kaiser ausgerufen, ihn dann ermordet und der neue Kaiser hat die Böhmen dann besiegt. Das stimmt. Und danach hat er aber trotzdem das Gesetz erlassen. Die Schlacht ist unser, die Schlacht ist gewonnen. Ich würde fast sagen, dann werden wir jetzt unseren Süden wieder retten, oder? Befreien, zurückbelagern. Lösegeld? Erstmal nicht. Kein Lösegeld. Agnese hat kein Gold für uns. Ja, das passt soweit. Vielleicht können wir unsere Truppen aufteilen, um schneller dann zu belagern. Aber ich denke, vielleicht werden unsere Verbündeten mitbelagern. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Wir sind kurz davor, diesen wichtigen Krieg für uns zu entscheiden. Wir bräuchten auch dringend wieder neue Vorräte. Ja, perfekt. Die Verbündeten gehen dorthin. Wir werden unsere Burgen schnellstmöglich zurückbelagern. Wie es sich gehört. Sehr gut. Sehr gut. Oh, und unsere Ehefrau Beatrice ist schon wieder schwanger. Und Timo Marius ist immer noch kränklich, der Arme. Hoffen wir aufs Beste. Hoffen wir aufs Beste. Dieser Krieg wird bald gewonnen sein, meine verehrten Verbündeten. Meine verehrten Untertanen. Die Feinde marschieren schon wieder hier. Aber wir werden wieder eine Schlacht gegen sie führen, wenn es sein muss. Keine Sorge. So, Dessau ist unser. Wir könnten hier helfen. Das sollten wir auch tun. Wir belagern jetzt noch schnellstmöglich Magdeburg zurück. 38 Tage, das geht sehr schnell tatsächlich. Und danach marschieren wir einfach wieder gegen die Feinde. Dann sollten wir sie ein für alle Mal besiegen. Vielleicht reicht es schon, wenn wir Magdeburg zurückbelagern. Wir werden sehen. Und Magdeburg fällt in unsere Hand zurück. Und jawohl, das ist der Sieg. Ein harter Kämpfer, ein blutiger und ein sehr teurer Sieg, aber es ist der Sieg. Wir haben sie besiegt. Die Feinde des Nordens, die Ungläubigen, die Plünderer des Heiligen Römischen Reichs. Unsere Forderungen werden nun durchgesetzt. An den wertlosen Konrad mögen eure Jahre kurz und elend sein. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben, mit Verlaub, Herzog. Zimislav, der Pfähler von Lutitia. Sehr gut.
Alle katholischen Herrscher zu Vasallen werden übernommen. Sehr gut, so sei es. Unsere Truppen werden aufgelöst und das Herzogtum Meißen hat sich ordentlich in den Norden ausgebreitet. Berlin, Brandenburg, Havelberg und Ruppin sind nun neue Domänen unter unserer Kontrolle. Natürlich nicht zu vergleichen mit Magdeburg, aber doch durchaus haben sie einiges an Entwicklung und sind nicht zu unterschätzen. Und somit haben wir von einem Schlag unsere Domänen von 6 auf 10 vergrößert und unsere wirtschaftliche und militärische Macht ausgebaut, wie es mein Vater sich gewünscht hätte. Wie es sich gehört. Ich würde sagen, wir werden eine Siegesjagd veranstalten. Eine Siegesjagd, um diesen Sieg zu feiern. Gemeinsam dürfen alle Ritter mit ausreiten, alle Ritter und Grafen an unserer Seite. Was wir aber natürlich dringend tun müssen, Gräfin Agnese, erhöht die Kontrolle in Brandenburg. Ein Festmahl. Naja, ihr wisst selbst, ich bin zufrieden mit wenig Essen, wenig Trinken. Auf die Jagd gehe ich gerne mal. Festmahl ist auch sehr teuer. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht. Ich werde über das Festmahl nachdenken. Ah, ein Moment unter vier Augen. Mein Fürst, da vorne ist die Beute. Meine Gemahlin, Herzogin Beatrice, winkt mich heran, damit ich gemeinsam mit ihr die Verfolgung aufnehme. Sobald wir im Dickicht versteckt sind, dreht sie sich zu mir um und zieht mir mein Obergewand über den Kopf. Endlich sind wir allein, mein Augenstern. Nun. Oh, Beatrice, ich kann dir einfach nicht entsagen. Komm her. Sehr schön. Frische Luft und körperliche Betätigung. Die Jagd nähert sich dem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns. Sehr gut. Wir kehren zurück. Wir kehren nach Hause zurück. Und unserem Lehnsherr wurde der Krieg erklärt. Nun gut, darum müssen wir uns kümmern. Das müssen wir uns jetzt gleich einmal anschauen in Ruhe. Ja, der Kindkaiser Jaros mit 6 Jahren hat immerhin 8000 Truppen, die seine Befehlshaber für ihn haben. Krieg um den Anspruch von Eckbert auf das Heilige Römische Reich. Oh mein Gott! 20.000 Truppen unterstützen hier Herzog Gerard II. Von Oberlothringen, um Eckbert auf den Thron zu bringen. Wer ist Eckbert? Woher haben die so viele Truppen? Ich sehe hier... Woher sind die ganzen Truppenzahlen? Ich bin verwirrt. Mehr als verwirrt. Woher kommen die Truppen? Er hat doch nur 3900. Ich hoffe, wir können uns aus diesem Krieg heraushalten. Ah, wen haben wir denn da, der zu uns kommt? Graf Pette der Wolf Petzold von Wolkenstein. Nun, wie es mir scheint, habe ich euch unterschätzt, Herr. Ihr seid sogar größer als euer Vater. Ich hoffe nur, ihr nehmt mir meine Worte von früher nicht allzu übel. Nun, Pette der Wolf Petzold von Wolkenstein aus dem Hause Löningen, wenn ihr mir jetzt und für immer die Treue schwört, dann seien die Worte der Vergangenheit vergessen. Einverstanden? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nun, unsere lasziven Gedanken lassen einfach mich nicht in Ruhe. Ich meine, ich habe meine Frau und ja, es macht Spaß mit ihr, aber ich habe die ganze Zeit erotische Fantasien. Aber das ist dieses Verlangen, es stört mein Herrschen als Herzog. Aber, ich glaube auch, das mich zurückzuziehen ist nicht der richtige Weg, nein. Ich werde mich weiter konzentrieren. Ich werde mich weiter konzentrieren. Werter Herr, wenn ihr wünscht, könnte ich mich um diesen Emporkömmling kümmern und ihn beseitigen, sodass es gar nicht zu diesem Krieg kommt, euer Lehnsherr. Mein Lehnsherr. Ihr meint...
Eckbert. Das ist übrigens jemand, der hat gar kein Land und keine Truppen. Er hat lediglich einen Anspruch, der von anderen durchgesetzt wird. Prinz Eckbert. Aber was haben wir für ein Interesse? Wieso sollten wir uns ins Heilige Römische Reich einmischen? Ich sage nein, das interessiert uns nicht. Wir werden es verfolgen, aber wir werden uns nicht einmischen. Mein guter Freund Raphael, wir haben uns sicherlich nicht auseinandergelebt. Ich werde euch das beweisen. Wir werden jetzt, ich werde mich wieder mal ein bisschen mit meinem Freund hier beschäftigen, mit meinem Bruder. Wir werden uns ein bisschen wieder, wir werden mehr Zeit miteinander verbringen, mein Freund. Das kriegen wir hin. Da bin ich zuversichtlich. So, gleichzeitig möchte ich natürlich noch schauen, ob wir nicht die ein oder anderen Gebiete ausbauen können, langfristig gesehen. Die uns auch wieder Gold bringen mögen. Vielleicht in Brandenburg selbst. Dort ist schon einiges ausgebaut. Bollwerke und Schutzmauern, das Weideland. Könnten wir das noch... Ah ja, Höfe und Felder. Anstatt des Weidelandes. Denn ein Bollwerk in Brandenburg wäre sicherlich sinnvoll als eine sehr wichtige Grafschaft im Norden. Da werden wir doch Höfe und Felder dann mal dort bauen. Und ansonsten fehlt uns das Gold. Ha, meine Ehefrau hat mal wieder einen tadellosen Haushalt geschaffen. Sehr gut, sehr gut. Ah, und wir haben eine weitere Tochter bekommen. Herzogin Beatrice hat mir eine weitere Tochter geschenkt. Wie schön. Ist dies nicht wunderschön? Wie wollen wir sie nennen? Wie wollen wir sie nennen, meine Freunde, meine Berater, meine Untertanen? Vorschläge, Vorschläge. Wie soll unsere Tochter aus dem Hause Wittin zu Wittenberg heißen? Ich bin gespannt und höre, was ihr zu sagen habt. Ach, ist das nicht schön? Endlich fügt sich alles für unsere Herrschaft. Wenn doch nur endlich mein Sohn auch nicht mehr kränklich wäre. Angela, Hildegunde, Magdalena. Weitere Vorschläge? Letizia. Letizia finde ich durchaus höchst interessant. Magdalena, Hildegunde. Oh, wenn ihr dem Kind helft, dann könnt ihr das behilflich sein, mein R. Statt eines Mittellosen, der nur von den R'en, die ihn auf den Thron setzen, beherrscht wird. Julia, schlagt ihr vor. Ich werde meinem Ritter aus Frankreich kommend recht geben. Julia ist ein sehr schöner Name. Nennen wir sie Julia. Julia Wettin zu Wittenberg. So sei es. So sei es. Ach so, ihr meint, wenn wir dem Kind... Ich musste erst mit eurer französischen Sprache mal wieder zurechtkommen, mein werter Chevalier Konstantin. Wenn wir dem Kind helfen, meint ihr, könnte uns das behilflich sein? Nun, ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass wir da noch was ausrichten können. Der Feind hat 21.000 Truppen, woher auch immer. Nein, nein, wir halten uns raus. Wir werden das Herzogtum Meißen stärken. Übrigens, in der letzten Schlacht hatten wir 173 Verluste und der Feind hat 682 Truppen verloren. Welch glorreiche Schlacht. Ihr solltet Havelberg jemanden verleihen. Ach, Havelberg ist leider nur eine... Ein Bistum? Ohne eine Burg? Naja, dann werden wir doch hier ein neues Burgbesitztum bauen, wenn wir genügend Gold haben. Solange werde ich Havelberg einfach noch behalten. Wieso nicht? Wieso nicht? Ein Bündnis mit Herzog Carlos von Antezza könnten wir aushandeln. Oh ja, aus dem Hause Wettin. Das Haus Wettin hat jetzt hier in Italien Fuß gefasst. Dann werden wir gerne ein wechselseitiges Bündnis eingehen. Allerdings befinden sie sich gerade im Krieg, Befreiungskrieg. Aber nur als Unterstützer. Die Toskana möchte von Böhmen unabhängig werden, verstehe.
Wir werden das Bündnis aushandeln, so sei es. So sei es. Gut. Sehr gut. Ha, Frank. Ich hab dich nicht vergessen, Frank. Ich will dich noch gefangen nehmen. Du wolltest mich ermorden. Das habe ich nicht vergessen. Ich weiß leider nicht, wer sich gegen mich erhebt. Ein Aufstand gegen mich. Das ist schwer einzuschätzen. Erstmal werde ich mich um Raphael kümmern. Ich werde erstmal noch die Beziehungen mit meinen Vasallen verbessern, denke ich. Aber, was wir natürlich noch dringend machen sollten, unsere Höflinge. Wen haben wir denn hier? Nein. Der Gast ist sehr uninteressant aus unserer Sicht. Jaxa. Aber wir müssten mal schauen, dass unsere ganzen Höflinge auch verheiratet werden. Ich weiß nicht, wieso sie das selbst nicht tun. Wichmann. Wichmann. Wie wäre es, wenn ihr Arok heiratet? Sehr gut. Wen haben wir hier? Chevalier Konstantin Claude. Ja, ich erlaube euch ein Mitspracherecht, wenn ich eine Frau für euch suche. Es sollte natürlich eine jüngere Frau sein. Vielleicht eine Frau, die auch durchaus Kampfgeschick ähnlich wie ihr kennt. Dass ihr vielleicht gar starke Söhne und Töchter habt, die wiederum Ritter werden. Was haltet ihr davon, Chevalier Konstantin Claude? Es gäbe hier die Möglichkeit, Martha mit unfassbarem Kampfgeschick aus Dänemark zu heiraten. Und sie ist schon katholisch. Eine zähe Soldatin, eine unnachgiebige Verteidigerin und sie scheint riesig zu sein. Wäre dies nicht eine perfekte Frau für euch, Chevalier Konstantin Claude? Alternativ hätten wir, sie ist 30 Jahre jung, alternativ hätten wir Elvira mit 27 Jahren und durchaus ähnlichem Kampfgeschick wie ihr und die sich auch in der Verwaltung ein wenig auskennt. Aber Martha, ist das nicht eine einmalige Partie für euch? Was sagt ihr? Vorher spricht noch Pette der Wolf zu uns. Mein Herr, wäre es eventuell möglich, dass eure Meisterspionin mir behilflich sein könnte, um mich als Graf von Schmalkalden einzusetzen, anstelle eures verräterischen Bruders? Habt ihr denn einen Anspruch auf diesen Posten, Pette der Wolf? Ihr seid gerade erst, nun, treu zu mir zurückgekehrt und stellt schon Forderungen? Stimmt, und Martha ist genauso sadistisch, wie ihr es seid. Und genauso nachsichtig, wie ihr es seid. Also wenn Martha nicht die Frau eurer Träume ist, mein werter Chevalier Konstantin Claude, dann weiß ich auch nicht. Sehr wohl, mein Herr. Martha ist eine gute Wahl. Sehr schön. Dann soll es nur so verfügt werden. So werdet ihr verheiratet. Wir haben einen Höfling, Gunzelin. Ich würde vorschlagen, hier möge er Aldonka heiraten. Bissina, unser Seneschall, ist nicht verheiratet. Jemand, der in der Kriegsführung bewanderter ist als die Gräfin Agnese, könnte durchaus von Vorteil sein. Wieso nicht? So sei es. Holen wir uns Alfonso. Gleich und gleich gesellt sich gern, hörte ich. Ja, ja, sehr wohl, Chevalier Konstantin, sehr wohl, so ist es. Ich gratuliere euch zu eurer Hochzeit. Nun, dann. Höflinge. Wieso sind die alle? Alle sind sie nicht verheiratet. Das ist eine wahre Schande. Albrecht von Anhalt. Albrecht von Anhalt. Die 40-jährige Marie. Nein, wir haben ja unsere Michaela Krähensturm. Die ist noch jung. Das ist durchaus in Ordnung so. Aber Cecilia de Mora. Wieso nicht? Sie kennt sich in der Kriegsführung sehr gut aus.
sollen die heiraten. Meine Tochter wird später verlobt. Meine Ratsspitzelin ist verlobt. Ah, mein Höfling, der 9-jährige Hinrik. Vielleicht haben wir da jemanden, der ein wenig jünger ist, der für ihn, der zu ihm passt. Niemanden besonders gut geeignetes, wie es mir scheint. Vielleicht die 22-jährige Stanislava. So sei es. Wird er verheiratet? Sind hier schon wieder neue Leute, die wir... Achso, doch, die haben wir doch, glaube ich, alle schon verheiratet. Wir waren hier unten, nicht wahr? Girold Glokowski. Hier sollten wir unter allen Umständen jemanden nehmen, der im Kampfgeschick auch noch sehr gut ist. Aber auch jung. Vielleicht Mathilde, der Dilly. Eine gute Partie. Dann haben wir noch Kenna. Sie soll jemanden mit hohem Kampfgeschicke... Oh ja, Tumasi. Das wird ein Ritter werden an unserer Seite, der hervorragend ist. Ach ja, aber Avari, ihr seid nicht verheiratet. Ich möchte euch ein Mitspracherecht geben. Ich könnte einen galanten Ritter für euch finden. Etwa Fernan. Ein brillanter Stratege dazu, ein Schwertmeister. Er ist genauso stur, wie manche es über euch sagen würden. Was haltet ihr von Fernan, meine werte Hofärztin und Hoftutorin Avari? Es wäre ein durchaus galanter Ritter. Katholisch, aus spanischem Galizien. Ein tapferer Mann. Oh ja, ein Ritter. So sei es. So soll er euer Ehemann werden. Sehr gut, sehr gut. Der Hof ist nun mal wieder verheiratet. Wir erhalten die Rückmeldung über die Bündnisse, die wir geschmiedet haben. Und die ganzen Verlöbnisse, die nun alle akzeptiert wurden. Sehr gut. Ich denke, damit steht das Herzogtum Meißen. Ich bin doch nicht stur, sagt Avari. Nun, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber damit steht das Herzogtum Meißen stolz, stark und stabil da mit 5000 Truppen. Mit guten Goldeinnahmequellen und in Zukunft dann auch guten Bündnissen, wenn wir unsere Kinder noch verloben. Ich denke, das Haus Wettin zu Wittenberg wird eine glorreiche Zukunft haben. Und wir werden schauen, wie die Chronik weitergeht. Gezeichnet Herzog Konrad von Meißen.